Hallo, ich bin ganz neu bei euch in Parimal und bin sowas von begeistert. Ich habe schon die tollsten Dinge erlebt in diesem Kennenlernwochenende, zu dem ich eigentlich nur hier war und 3 Tage zum Glück verlängert habe, damit ich ein bisschen um das Kennenlernwochenende herum mitkriege. Und da habe ich mitgekriegt, dass du eins der fast längsten Mitglieder bist. Und deshalb freue ich mich ganz doll, dass du mir ein paar Fragen beantworten magst. Zum Beispiel, wenn du so lange hier bist, was hat dich damals hier zum Parimal oder wie das damals hieß, ich weiß es nicht, die Geschichte habe ich noch nicht gelesen, hierher gebracht? Also hierher gebracht hat mich meine Schwester, die zu der Zeit Sannyas genommen hat, also von Bhagwan in der Zeit oder Osho jetzt. Und hat dann gesagt, komm doch vorbei, wir haben eine große Gruppe, wir bräuchten noch Leute, die hier helfen. Und dann bin ich, das war mein erstes Mal, wo ich hierher kam und bin gleich in die Küche mit eingestiegen. Und es war irgendwie total schön, diese ganze Szene zu sehen, also auch die Sannyas-Szene, mit, dass man mal umarmt wird, dass man, ich weiß nicht, eigentlich hat mich was hierher gezogen, was ich mir eigentlich immer schon gewünscht habe, mit Freunden zusammen was zu kreieren. Und ja, jedenfalls bin ich dann, ich glaube noch in der gleichen Woche habe ich mich entschieden, hierher zu ziehen. Habe dann alle meine Sachen aufgegeben. Ich kam ja aus Duisburg und bin dann hierher gezogen. Wow. Und das ist ungefähr 30 Jahre her? 84. Wow, toll. Und, ist das richtig? Ich habe mitgekriegt, du hast auch hier geheiratet oder bist inzwischen verheiratet? Also geheiratet habe ich in Nevada, in Amerika, und mein Mann ist vor 18 Jahren, ist das jetzt auch schon wieder her, Andres, der ist Musiker und der ist mit seiner Band Mundo Vivo aus Chile hier vorbeigekommen auf einer Tournee und haben Musik gemacht, ein Konzert gespielt. Ah, wie toll. Und zu der Zeit habe ich dann das fing gerade an, dass wir gesagt haben, wir wollen kulturell auch was machen und wir laden Musiker ein. Und ich habe die Organisation gemacht. Und dann ist er, nach der Tour haben wir uns nochmal in Köln getroffen und hat er zu seinen Freunden gesagt, fahrt ihr nach Chile zurück, ich bleibe hier. Sehr schön. Ja. Und dann ist er auch hier mit zum Parimal gekommen, oder wie das damals hieß, weiß ich nicht. Er war eine Zeit lang hier, der hatte eine Arbeit in den Staaten bei einer Musikerin und hat auf sein Visa gewartet. Und das war natürlich ein toller Job und dann habe ich alles aufgegeben hier und bin dann mit ihm für die Zeit mit in die Staaten. Also wir waren Seattle, oben Seattle Island waren wir, Kalifornien. Toll. Bin ich hinterhergereist, aber es war wirklich eine schwere Entscheidung, hier alles loszulassen und glaube ich. Starten. Und dann ist er irgendwann mit hierher gekommen. Ja, dann war die Arbeit vorbei und dann war ich auch heilfroh, dass er dann mit nach Deutschland gekommen ist. Ah, toll. Toll. Und seitdem seid ihr hier? Ja. Toll. Und seid ihr das ganze Jahr hier oder? Also wir sind 3 Monate, mein Mann ist aus Chile, also 3 Monate im Jahr. Wenn hier Winter ist, fahren wir in den Sommer nach Chile. Das ist jetzt fast ein Ritual, das machen wir schon seit vielen Jahren. Toll, 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 toll. Toll. Und was gibt es sonst hier so? Bei euch gibt es ja alles, von Meditation bis Musik, bis Singen, bis Tanzen, alles. Ja. Und was ist so euer oder dein oder euer Lieblingsbeschäftigung hier in Parimal? Ja, eine meiner Leidenschaften ist halt der Sufi-Tanz. Das mache ich gern und Andres ist ja Musiker und ich singe auch. Seitdem wir zusammen sind, habe ich viel mit Musik gemacht und ich habe jetzt in diesen Jahren so meine eigene Art von Sufi-Tänzen entwickelt. Also wir machen manchmal Workshops, wo wir die ganze Zeit Live-Musik haben und mit Tänzen und Gesängen. Wir gehen auch auf Festivals. Und im Allgemeinen hier, ich würde es jetzt Parimal auch mehr als spirituelles Dorf bezeichnen, weil hat ja jeder auch so sein Leben mit unheimlich vielen Facetten, also ganz toll. Bunt. Ist auch toll, also wir haben zum Beispiel bestimmt 5 Freunde hier, die sehr gute Musiker sind und dann ergibt sich unheimlich schnell was. Man läuft über den Hof oder fährt ins nächste Dorf und hat schon seine Freunde da, mit denen man was kreieren kann. Ja, klasse.
Neulich war hier ein Geburtstag, weiß ich, und am Abend vorher haben sie sich da draußen eine oder viele getroffen und auf einmal kam ein Instrument zum anderen. Genau. Und nachher ein Kreis, immer größer, noch ein größerer Kreis. Ja. Toll. Wirklich toll. Schön. Ja, Navino, ich denke, für den ersten Anfang sollte das für heute okay sein. Ja, und super. Ich komme gerne wieder. Ich habe schon die Zeit zum Festival gebucht und danach bin ich auch nach 6 Wochen hier. Also wenn du dann noch hier bist, komme ich gerne noch mal zum zweiten Interview. Ja, ich habe ja gehört, du kommst auf unser Festival. Das ist auch eine Leidenschaft von mir. Ich organisiere oder mitorganisiere gerne die Festivals. Das ist immer, wo Pari mal auch zeigen kann, was in ihm steckt. Ja, oder in sehr steckt. Wo, also es sind ganz bunte Tage mit Musik, Theater, Tanz, Meditation, allen Freunden. Ja, klasse. Gutes Essen, ja. Freue ich mich drauf. Ach, das gute Essen, ja. Das habe ich schon. Sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich für heute ganz doll. Darf ich einmal drücken? So wie das bei euch hier so üblich ist. Schön, freue ich mich ganz doll. Dankeschön.